Es ist Zeit für den 7. Wochenrückblick zu Digifernunterricht. Und ich möchte mit zwei Punkten beginnen, die mich so in dieser Woche pädagogisch-didaktisch beschäftigt haben, und dann kurz einen Blick hinter die Bühne werfen, um euch zu zeigen, wie das so bei den Zahlen und den Abrufen meiner Videos aussieht. Das ist vielleicht noch ganz spannend, mal zu sehen, wie YouTube das misst und was da eigentlich genau gelaufen ist, so in den letzten 7 Wochen. Zunächst versuche ich jetzt mit Videokonferenzen. Ich habe gestern auch, ich blende das dann da oben ein, beim Barcamp Lernräume, das jetzt digital stattfindet, habe ich mit dem Adriane zusammen und einer großen Gruppe von 50 Menschen darüber nachgedacht, wie Videokonferenzen in Zukunft genutzt werden können. Und eine Idee, die sich da ein bisschen herausgestellt hat, ist, dass Videokonferenzen agil sein müssen. Das heißt, sie müssen sich auf die Teilnehmenden anpassen. Sie dürfen nicht einem bestimmten Skript folgen, das man vorgängig festgelegt hat, weil sobald man so einen festen Ablauf hat, dann wäre es sinnvoller, das als Erklärvideo einzuspielen, aufzuzeichnen, statt wirklich eine erzwungen synchrone Videokonferenz abzuhalten. Und das beschäftigt mich auch in der Schule. Wie kann ich mit Schülerinnen und Schülern Videokonferenzen machen, die wirklich agil sind, bei denen wirklich was läuft, bei denen alle aktiv sind? Und da bin ich dran zu experimentieren. Das erste, was ich mir vorgenommen habe, ist, diese Videokonferenzen nur anzubieten, wenn Lerngruppen die auch haben wollen. Also sie nicht zu zwingen, sondern zu fragen, wäre es jetzt hilfreich, in diesem Prozess, in dem sie stecken, auch eine Videokonferenz durchzuführen. Und da reagieren die Klassen recht gut drauf. Und dann auch abzusprechen, was soll da genau geschehen. Und was mir ganz wichtig scheint, ist, die Schülerinnen und Schüler in die Pflicht zu nehmen, also Präsentationsaufgaben zu verteilen, sich selber aus der Moderationsrolle rauszunehmen, sondern dann wirklich das an Gruppen auch abzugeben. Und ich habe ja auch diese Videos zu Gruppenarbeiten im Digifernunterricht gemacht. Das ist etwas, was ich auch recht konsequent jetzt umsetze. Das ist der erster Punkt gewesen, wo ich so ein bisschen dran bin. Das zweite ist, wo ich jetzt sehr erleichtert bin, ist, dass der Bundesrat in der Schweiz entschieden hat, dass Kantone auf Maturitätsprüfungen verzichten können. Und der Kanton, in dem ich arbeite und lebe, der Kanton Zürich, der verzichtet auch tatsächlich auf diese Maturitätsprüfungen. Was jetzt total absurd ist, ist, dass andere Kantone nicht verzichten. Einerseits, weil sie so das Gefühl haben, es muss diese Prüfungen einfach geben. Und dann kommen noch ganz viele andere Argumente, die ich jetzt diese Woche im Blog gesammelt habe, hinzu. Ich denke, im Hintergrund steckt ganz stark die Unterscheidung, die Kantone, in denen die Prüfungen schon fertig geschrieben sind und jetzt einfach nur noch durchgeführt werden müssen. Da ist der Entscheid, das dann wirklich abzublasen, viel schwieriger als die Kantone, wo man mehr oder weniger gewartet hat, bis der Entscheid so ausfällt und man dann auf die Prüfungen verzichten kann. Jetzt ist es aber so, dass alle Schülerinnen und Schüler in der Schweiz in den Abschlussklassen, die werden zum Studium zugelassen mit diesem Maturitätsausweis, den sie bekommen. Die einen werden einfach eine Prüfung gehabt haben, die andere keine. Und diese Ungleichbehandlung, die eigentlich im selben Land unter wenigen Millionen Menschen es ganz andere Bedingungen für die Bildung gibt, das scheint nicht mehr ganz zeitgemäß zu sein. Und da es ist zwar irgendwie logisch und systementsprechend, dass jetzt die Kantone das alles entscheiden, aber dass 2 Kilometer Unterschied vom Wohnort darüber entscheiden, ob man eine Maturitätsprüfung ablegen muss oder nicht, das scheint mir eher seltsam zu sein, dass das jetzt im Moment so läuft. Und da habe ich mit vielen Leuten darüber diskutiert. Natürlich gibt es auch Kolleginnen und Kollegen, die finden, ah nee, ich hätte gern diese Prüfung gemacht oder ich bin froh, dass ich sie tatsächlich auch durchführen kann, weil das nochmal eine ganz andere Kompetenz ist. Und natürlich ist es auch klar, weil ich generell gerne auf Prüfungen verzichten würde, begrüße ich es auch in dem Fall, dass wir auf diese Prüfung verzichten können. Gut, das wären so die beiden Punkte gewesen, was mich diese Woche beschäftigt hat. Jetzt, wie versprochen, der Blick unter die Motorhaube von YouTube. Also ihr seht hier, das ist meine Playlist, das könnt ihr auch euch ansehen und man sieht dann natürlich auch, welche Beiträge wie oft abgespielt worden sind. Also 63 Folgen gibt es jetzt, ein paar Zusatzvideos. Insgesamt werden es bald 70 Videos sein. Und wenn ich jetzt hier auf YouTube Studio klicke, wenn ich es dann wirklich geschafft habe, tatsächlich, dann sehe ich die Ansicht, die man nur sieht, wenn man
das Konto auch besitzt. Ihr seht jetzt hier, ich habe verschiedene Dashboards, die ich mir ansehen kann. Also ich sehe jetzt zum Beispiel dieses letzte Video zur Überwachung von Schülerinnen und Lehrkräften. Das hat jetzt viele Klicks generiert. Aber ich kann jetzt hier die Kanalanalyse aufrufen und sehe jetzt hier, wie viele Aufrufe das gewesen sind, so in den letzten Wochen. Also wie ihr seht, das ist jetzt 1500, das ist so ungefähr das, wenn man so eine Linie einzeichnen würde, was so täglich reinkommt, 1500 Views, diese Videos. Und ihr seht dann, die Videos sind eigentlich so geordnet. Die Aufrufe sind am höchsten bei den Videos, die ich am frühesten erstellt habe. Die meisten Menschen werden auf den Kanal kommen und dann von vorne beginnen und dann es wahrscheinlich auch nicht durchhalten. Also die wenigsten kommen direkt live auf die neuesten Videos rein, scheint es mir von den Zahlen so auszusehen. Und wenn man jetzt die Ausschläge anschaut, dann ist jetzt sicher Folge 40 bemerkenswert. Das ist Rang 6. Ja, das wollte ich jetzt gar nicht. Ich wollte da wieder zurückgehen. Entschuldigung, Rang 6, obwohl es Folge 40 ist. Also Prüfungen haben sicher viele Menschen beschäftigt, wie man das durchführen kann, auch praktische Hinweise. Dann diese Datenschutzgeschichte bei Zoom hat viele bewegt und digitale Gruppenarbeiten. Und was mich sehr freut, ist die Tipps von Monika zu Videokonferenzen. Das hat auch sehr, sehr viele Views gegeben, obwohl es Folge 52 ist. Also es ist die späteste Folge, die eigentlich am meisten Views bekommen hat. Und was ich auch recht cool finde, was ich euch noch zeigen wollte, sind die Zeiten. Wenn ich das jetzt noch einmal finden würde. Das ist hier bei Engagement. Durchschnittliche Wiedergabedauer ist 2 Minuten 50. Ich finde das ganz okay für einen YouTube-Kanal. Also das ist so lange verbringen Menschen mit einem Video. Insgesamt haben sich die Menschen diesen Kanal 2150 Stunden angeschaut in der Periode, die jetzt hier angesehen wird. Das finde ich sehr, sehr beeindruckend und freut mich natürlich sehr. Großes Dankeschön an euch, die euch diese Videos angeschaut habt. Und wenn ihr Fragen habt, gerne einfach zurückfragen. Ihr seht auch, die Fernunterricht ist natürlich der Hit unter meinen Dingen, die ich jetzt schon gemacht habe. Also ich habe bisher YouTube nicht enorm stark benutzt und jetzt ist das so etwas, was regelmäßig gefüttert wird, was sich die Menschen auch anschauen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine gute Woche.